Okay. Dann werden wir uns mal ein bisschen Kobbel besorgen. Da haben wir ja hier unten unsere Quelle, unsere Kobbelquelle. Haben wir ja so ein bisschen Kobbel hier rumliegen. Och, Schweinchen, sag mal, kommst du da von deinem Platz nicht runter? Komm doch mal runter, Schweinchen. Guck mal, ich helfe dir mal. Jo, mein kleines, dickes Schweinchen. Jo, mein kleines, dickes Schweinchen. Jo, dann nehmen wir mal uns ein bisschen Kobbel mit hier. Dum, da, dum, da, dum, 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 da, dum, dum, dum. Alles meins. La, 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 la. Hoch, bin ich schon so tief, ja? Ich erschrecke mich immer selber, wie zweideutig meine ernsten Kommentare sind, ja, ey. Bin ich schon so tief? Kling, kling, kling. Dum, dum, da, dum, dum, da, dum, 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 dum. Plum, 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 plum. Ja, ist ja schön dunkel hier, ne? Ich hoffe, ihr seht noch was. Aber das können wir ganz schnell ändern. Moment. Zack. So, jetzt seht ihr wieder was. Gut, und weiter geht's. Ja, es ist wieder sehr spannend hier. Ich weiß. Demnächst habe ich vor, in die Höhle wieder zu gehen, mir ein bisschen Redstone zu suchen, mir dann damit einen Kompass zu basteln. Und dann gehen wir mal ein bisschen auf Erkundungstour, was es hier in der ganzen Welt noch so gibt. Was wir noch für Inseln sehen, was wir Hallo? Nee, da will ich euch hin. Was man alles halt so noch findet, ne? Was es noch so für Orte gibt. Vielleicht finden wir ja mal ein Dorf oder irgendwas. Hier machen wir erstmal Erde rein. So, dann bleibt das da so. Gut, dann gehen wir weiter in die Tiefe. Wie viel Kobbel haben wir denn? Naja, können wir noch ein bisschen. Dum, 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 padam, padam, halt, hier müssen wir noch eins weiter rein. Okay. Ich wollte gerade sagen, wir machen jetzt so lange, bis die Spitzhacke alle ist, aber ich glaube, der buddelt die morgen noch hier. Die sieht nämlich noch verdammt frisch aus. Blum, 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 blum. Huch, Mensch, jetzt sehen wir wohl noch nicht. Das ist so nervig. Das ist so nervig. So, jetzt haben wir mal was. Was drücke ich denn hier für Tasten? Mensch, die wollte ich. Bringt mich schon wieder voll durcheinander hier. Plum, plum, plum. Ja, ich muss ja schon sagen, ihr seht eigentlich ratzefatz hier, ne? So rum im Uhrzeigersinn und nicht gegen den Uhrzeigersinn. Gut, da kommt ja auch noch eine Fackel dran. Ich weiß, die sitzt da wieder perfekt. Kommt sie halt dahin. Dann machen wir hier auch noch eine hin. Gut, schon sehen wir alles. Okay, wie viel haben wir denn jetzt? Müsste erstmal reichen, oder? Ich will jetzt hier nicht so ewig drin rumhocken, weil ich weiß, das ist nicht spannend. Das ist ja selbst für mich nicht spannend. Gut, dann rennen wir mal wieder raus hier. Schweine haben wir ja nur gerettet.
Rettetetetetet. Da ist schon der erste Boom. Den nehmen wir doch gleich mal mit. Eins weiß ich, diesmal werde ich keine Saplings mehr mit. Ich weiß, das sage ich immer, aber diesmal ist es so. Es ist so. Gut. Da wir gerade mal hier sind, dann können wir aus den Cobbles auch gleich mal Ottos basteln. Wie wurden die gebaut? Wie Zäune, ne? Ja. So. Ich weiß, so viel brauche ich gar nicht. Ach, wir machen mal 64 voll. Geht gar nicht. Gut, 60 machen es auch. Nehmen wir den Rest mal mit. Wir haben ja große Taschen. Okay. Dann rennen wir mal. Hopp, hopp, hopp. Pferdchen auf Galopp. Über Stock und über Stein. Kann ja wohl nicht schwierig sein. Hier war fertig. Mir fällt gerade auf. Wäre es nicht einfach besser, wenn ich hier den Boden rauslasse und dann einfach das so durchführe? Das wäre doch eigentlich vom Gedanken her viel besser, oder? Ich nehme bloß mal hier die Scheiße noch mit. Dann lässt sich das besser machen. Wisst ihr, wie ich meine, ne? Hast du verstanden? Das ist nämlich, wenn man das so macht, das sieht irgendwie kacke aus. So, da fängt es an, da hört es auf. Danke. Oh, Mensch, unten liegt Holz. Nee, das lasse ich nicht liegen. Holz ist sowieso mal so eine Mangelware bei mir hier. Also nehmen wir das lieber mit. Es wird schon mal noch dunkel, ey. Weißt du, wie ich das meine, ne? Wenn ich jetzt hier, warte, ich mache das mal ganz schnell, bevor es dunkel wird, hier einfach durchziehen. Dann sieht das authentischer aus, als wenn da jetzt Fußboden drin ist. So, ne? Und das machen wir morgen weiter. Gut. Dann sehen wir uns morgen wieder. Alliep. Drrrt. Zack. Schnell rein. Tür zu. Leiter hoch. Und ab ins Bett. So. Yeah. Wie werde ich dieses so los? Könnt ihr mir das mal verraten? Wenn einer Trick kennt, wie ich so los werde. Wäre voll nett. Das nervt. Das nervt selbst mich. Und du kannst mir jetzt nicht erzählen, dass es dich nicht nervt. Wenn ich nicht. So, jetzt haben wir die Tür zugemacht. So, jetzt gehen wir die Treppe hoch. So, und da sind wir wieder. Wir haben ja den Fußboden rausgenommen. Und jetzt mache ich das so. So. Und so. Und so. Das nervt doch, oder? Kann ja keiner erzählen, dass das nicht nervt. Kommt mal mit, alle. Ja, plump. Können wir auch von oben machen. Und dit. Dann ditte noch. Da noch. Und da und da. Und da, sag ich. Warum muss man jetzt immer so weit weggehen, ey? War schon immer so, mit so extrem weit weggehen. Oben drauf, oben drauf. So ist es schön. Ich finde auch gut, dass das sich mit den, Stufen nicht verbindet. Das hätten wir jetzt ein Problem. Hallo, wo ist das letzte? Komm mal her. Dann machen wir hier gleich weiter. Klatsch und klatsch und klatsch und klatsch. Na komm. Muss ja bis oben hingeführt werden, ne? Okay. Hier wieder Loch rein. Komm, ran. Gut, dann hätten wir jetzt ein Problem, weil halt, wo ist die Treppe? Die ist da. Machen wir es hier. Dann brauchen wir nicht immer so weit laufen. Denn wir machen da einfach mal eine Treppe hin. Weil da oben werde ich eh nie wieder hinlaufen. Gut, dann musst du weg. Und dann klettern wir hier einfach hoch.
Supi. Sie fanden, das war... Ja, ich weiß, Eigenlob stinkt. Aber wenn es berechtigt ist. Na gut, setzen wir hier mal gleich noch eine drauf. Okay, jetzt sind wir ganz oben. Hier soll ja das Dach hin. Wie ich das Dach mache, ja. Gute Frage, nächste Frage. Hey, das wird kriminell. Das wird nicht schön. Aber selten. Ich überlege gerade, nach wo ich das Windrad laufen lasse. Zu der Seite oder zu der Seite? Ich weiß es nicht. Wie mache ich das Dach? Kuppel, Ziegel, Holz. Ich weiß es nicht. Shit, ey. Aber ich glaube, wenn ich jetzt wieder Holz mache, das wird zu viel Holz. Aber wenn ich kein Holz nehme, dann passt das nicht zu der Hütte, weil die Hütte ist ja nun schon so richtig, mich richtig ärmlich. Und wenn ich jetzt hier ein Ziegeldach drauf mache, das passt nicht. Nicht mal die Kirche hat ein Ziegeldach. Also, wir machen das ganz einfach. Ich habe jetzt eine kleine Idee. Und das werde ich einfach so machen. Wer was dagegen hat, der kann es in die Kommentare schreiben. Und zwar werde ich jetzt oder in der nächsten Folge in die Höhle gehen, Redstone suchen, mir einen Kompass bauen und dann gehen wir los und suchen andere Bäume, damit wir anderes Holz kriegen, vielleicht dunkleres Holz. Ich weiß nicht, was es da noch gibt. Und ich weiß, dass es Dschungel gibt mit Dschungelbäumen, dass das Holz anders aussieht. Dann gibt es ja Linden, aber das ist sehr weißes Holz. Das ist ja noch heller, glaube ich, als das hier. Linden oder Birken, wie die weißen Dinger heißen. Keine Ahnung. Und, ja, müsste eigentlich noch Tannenbäume geben, ne? Vielleicht ist die Holz dunkler. Mal gucken. Weil dann mache ich das Dach von der Kirche, von der Mühle nämlich dunkel. Das sieht, glaube ich, dann noch besser aus. Genau, so machen wir das. Dann werde ich hier erstmal wieder runterstiefeln. So. Okay. Aber so weit ist sie ja fertig hier. Und dann kann ich gleich mal noch eine andere Idee verraten. Und zwar habe ich einen Kommentar gekriegt mit einem Vorschlag, dass ich ja hier so oder in der Mühle hier einfach mal eine Treppe nach unten Keller bauen, ne? Aber damit ist es noch nicht getan. Weil ich habe mir so überlegt, Keller. Brauche ich eigentlich nicht, weil ich habe ja hinten das Lagerhaus. Aber die Idee daran war, dass ich unter jedes Haus einen Keller mache und die unterirdisch verbinde. Das war ja damals auch so. Diese Fluchtwege und so, da gab es ja Tausende. Das war ja verwinkelt bis zum geht nicht mehr. Und das werden wir einfach mal einführen hier. Ich weiß, das ist wieder ein Mammutprojekt vom Feinsten. Überall Keller. Huch, wo ist denn hier der Ausgang? Überall Kellerin zu zirkeln und die noch zu verbinden vor allen Dingen. Aber draufgeschissen, wie lange es dauert, ne? Hauptsache, es sieht gut aus. So, dann hätten wir hier noch einen Baum. Guck mal her, der Baum. Och. Der wollte schon wieder groß werden. Aber das ist mir egal. Es wird alles geschlachtet hier, was hier da ist. Oh. Hier ist auch noch Holz, du. Warum machst du denn sowas? Hast du sonst noch irgendwo was versteckt? Mal gucken. Komm mal her. Ih, Sepplinge. Ich will keine Seppis. Ist der jetzt kaputt? Geht der kaputt? Sieht ganz so aus, ne? Dann haben wir den großen noch. Den schlachten wir dann beim nächsten Mal. Gut. Dann. Naja. Könnte was werden, ne? Wo ist die Sonne? Die ist da oben. Jetzt brauchen wir noch nicht schlafen gehen. Mit der Aussicht auf. Moment. Müssen wir uns richtig schön positionieren. Mit der Aussicht auf unsere schöne Mühle verabschiede ich mich mal wieder. 2 Folgen reichen für heute. Hab eh keine Zeit.
Gut, dann sage ich mal wieder Tschüss. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Bewerten bitte nicht vergessen. Und dann bis denn dann.